Gute, schön, dass ihr reinschaut. Hier ist der Paul von der Kaffeekommune und heute geht es um Wasser tatsächlich. Wasser ist lebenswichtig und auch brühwichtig, weil mit Wasser extrahieren wir Kaffee. Und die Qualität des Wassers ist entscheidend für die Aromatik in der Tasse und für die Qualität der Tasse. Das ist ja eins von zwei Bestandteilen. Jetzt ist es so, es kommt darauf an, in welcher Region und in welcher Stadt man lebt. Und davon ist abhängig, was für eine Wasserqualität man hat. Und jetzt ist es so, ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, aber wir mit der Kaffeekommune sind in Mainz. Und Mainz kriegt das Wasser von der Petersaue. Und das ist zwar eine relativ gute Trinkwasserqualität, das Problem ist nur, das Wasser ist super hart. Also wir haben hier 24 Grad Gesamthärte, deutsche Gesamthärte in der Altstadt. Und das Wasser ist nicht nur super hart, sondern es sind auch viele Chloride im Wasser. Also 130 Milligramm pro Liter. Jetzt Chloride sind nicht gleich Chlor. Es geht mir auch nicht ums Detail. Entscheidend ist, dass die Chloride Korrosionstreiber sind. Also das heißt, wenn ihr eine Espressomaschine damit betreibt, habt ihr das Problem, dass wenn der verbaute Edelstahl nicht von der guten Qualität ist, also ein sogenannter V4A-Edelstahl, wird die anfangen zu rosten. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, dass ihr einen Wasserkocher habt aus Edelstahl, aber der fängt trotzdem an zu rosten. Und das hat was damit zu tun, dass im Wasser korrodive Materialien sind, zum Beispiel Chlorid. Und das geht halt, das ist ein Problem. Jetzt ist es so, wenn ich 24 Grad deutsche Gesamthärte habe, wie hier in Mainz, habe ich das Problem, dass ich die Härte irgendwie reduzieren muss. Also ich sage immer so, ich möchte einen Härtegrad so zwischen 6 und 8 deutsche Gesamthärte oder wenn ich das ummünze auf ppm, also wer ein Aquarium zu Hause hat, der hat bestimmt einen ppm-Meter und da sage ich so 70, 80, 90 ppm Parts per Million ist so ein guter Härtegrad. 100 gehen auch noch, ist aber schon ein bisschen viel, aber ist so ein Härtegrad, in dem Kaffee eben besonders gut schmeckt, also vor allem Specialty-Grade-Kaffee, helle Röstungen und sowas. Und die Sache ist, erstmal, wie stellt ihr überhaupt zu Hause fest, was für ein Wasser bei euch aus dem Hahn kommt? Tatsächlich gibt es eigentlich für fast jede Stadt von den Stadtwerken eine ganz gute Trinkwasseranalyse, die könnt ihr euch anschauen und da steht dann im Detail drin, was für ein Wasser ihr vor Ort habt, wie viel Chloride drin sind, wie viel Natrium im Wasser ist und auch wie hart das Wasser ist, also wie Grad deutsche Gesamthärte und so. Jetzt ist das Problem, ich habe schon gesagt, Mainz hat sehr, sehr hartes Wasser. So. Wenn ich das Wasser auf einfache Weise enthärte über einen sogenannten Ionentauscher, also man kennt das von Hausenthärtungsanlagen zum Beispiel, in die man dann solche Salzpastillen reingibt, so Salzdinger, so kistenweise, kippt man das rein und es findet ein Ionentausch statt. Und zwar werden Calcium-Ionen gegen Natrium-Ionen getauscht. Dadurch sinkt zwar der Härtegrad des Wassers, ja, aber das Wasser wird salziger. Und wenn ich jetzt ein Wasser habe, das sehr hart ist, ich also viel Calcium rauslöse und gebe ich auch viel Salz rein. Und das Problem am Salz ist ein Korrosionstreiber. Also ich habe wieder ein Korrosionsproblem. Außerdem ist es so, dass Natrium im Wasser ab einer gewissen Menge und ich bin dann über den Grenzwerten für Trinkwasser zum Beispiel hier in Mainz, habe ich einfach ein Wasser, das natürlich viel Salz hat, was nicht gut ist, aber vor allem schmeckt der Kaffee fürchterlich, wenn man ein Wasser nimmt, das eben einen hohen Natriumgehalt hat. So, schon mal doof. Der pH-Wert verändert sich aber nicht bei einem Ionentausch mit einem Natrium-Ionentauscher, was gut ist. Anders ist es bei einem Ionentauscher basierend auf Wasserstoff. Also das heißt, ihr kennt bestimmt diese Wasserkartuschen, die man unter den Wasserhahn hält. Und da ist die Geschichte, das Problem, die funktionieren auch gut, gibt es von verschiedenen Herstellern, die funktionieren auch gut. Das Problem ist nur, dass dieser Wasserstoff-Ionentausch, also der Tausch mit negativ geladenen Wasserstoffionen gegen die Calciumionen, habe ich das Problem, dass der pH-Wert absinkt. So, das Wasser wird saurer durch die Enthärtung. Das ist, wenn man jetzt nicht ein sehr hartes Wasser hat, funktioniert das. Aber in Mainz, wir haben 24 Grad deutsche Gesamthärte, ist das Problem, dass das Wasser eben, dass sich Kohlensäure bildet. Ich habe einen sehr, sehr niedrigeren pH-Wert und ich habe eben auch wieder die Korrosionstreiber durch die Säure, in dem Fall die Kohlensäure im Wasser. So, was mache ich denn jetzt? Das ist ja total frustrierend. Ich kann die ganzen herkömmlichen Filteranlagen, die ich so kenne, nicht nutzen. Ich muss in Mainz und ich habe keine andere Wahl, mit einer Umkehrosmoseanlage arbeiten. Und in der Umkehrosmoseanlage
funktioniert so, dass ich eben nicht einen Ionentauscher habe, ich habe keinen Ionentausch, sondern ich habe eine Filteranlage, die mechanisch entkalkt. Und zwar wird Wasser mit einem hohen Druck, 8 Bar, durch eine semipermeable Membran gedrückt. Also das heißt, das Wasser wird mit Druck auf eine Membran gedrückt, die ganz, ganz fein ist. Und durch diese Membran geht nur H2O durch, also das Wasseratom. Und das heißt, das Wasser nach der Membran ist fast vollständig entmineralisiert. Es ist nichts mehr drin, aber es sind auch keine Chloride mehr drin. Es ist enthärtet, aber auf mechanische Weise. Und ich habe ein sehr hartes Abwasser. So. Und das ist ja erstmal gut. Aber ich kann dieses vollständig entmineralisierte Wasser nicht nehmen zum Kaffeebrühen, sondern ich muss schauen, dass ich es in irgendeiner Weise aufmineralisiere. Und das kann ich dadurch erreichen, dass ich zum Beispiel mit einem Verschnitt arbeite. Das heißt, das entmineralisierte Wasser wieder mit dem Rohwasser, also das, was aus der Leitung kommt, vermische in einem bestimmten Verhältnis, um wieder auf einen Härtegrad zu kommen, den ich eben brauche, sagen wir mal einen Härtegrad von 6. Oder ich entmineralisiere das Wasser und mineralisiere es mit zum Beispiel Magnesium auf. Und dann gibt es noch eine Zwischenform und das ist eine neue Variante, die jetzt von BBT kommt, von einem Hersteller für Filteranlagen, die wir auch bei uns im Laden haben. Und da ist es so, dass das Wasser verschnitten wird mit dem Rohwasser, also das entmineralisierte Wasser aus der Umkehrosmose wird verschnitten mit dem Rohwasser aus der Leitung, um auf den Härtegrad zu kommen, der gewünscht ist. Und dieses Wasser, da wird über einen Ionentausch Calcium gegen Magnesium ersetzt. Und das ist cool, weil Magnesium ist ein super Geschmacksträger für Kaffee und gleichzeitig kann ich den Härtegrad dadurch beliebig einstellen, wie ich das möchte. Und ich habe aber keine chemische Veränderung des Wassers, ich habe keine pH-Wertabsenkung, ich habe keine Aufmineralisierung durch Natrium und so weiter. Und das ist eine tolle Sache für den Kaffee. Ja, ich wollte mit euch so ein kleines Unboxing-Video machen zur Rock Coffee. Das ist eine Umkehrosmoseanlage mit einer anschließenden Aufmineralisierung mit Magnesium. Ja, lasst uns die Anlage mal anschauen. Das ist eine Anlage, die für Kaffees konzipiert ist, aber die so kompakt ist, also es war eigentlich so die erste richtig kompakte Umkehrosmoseanlage, die mir so über den Weg gelaufen ist. Und ich habe gerade eine da, ich sitze hier gerade auf einer und ja, lasst uns sie doch mal zusammen anschauen. Das ist doch mal spannend hier. So, und das ist im Prinzip die komplette Einheit mit den Anschlüssen hier auf der Rückseite. Und ich habe hier klar Stromzufuhr, Wasserinlet, dann habe ich das Permeat, also das heißt das Abwasser kommt an diese Seite. Links, da stehen die Stirbis drin, dass da nichts reinkommt. Und ich habe hier das gefilterte Wasser, das hier rauskommt mit dem Ein- und Ausschalter. Und hier vorne, das ist aus Aluminium gefertigt, eigentlich ist die auch ziemlich hübsch, muss ich sagen. Und hier vorne kommen dann, ich zeige euch das mal, relativ einfach, kommen dann per Schraubkartusche die Membran rein und die Mineralisation. Und das ist auch etwas, sag ich mal, Neues, weil ich kenne es von unserer alten Umkehrosmoseanlage. Da konnte man, also da muss man relativ umständlich die Membran tauschen und hier kann ich einfach, dreht man rein, dreht man raus mit dem normalen, sag ich mal, diesem Schraubverschluss von dem BWT-Filterkopf, der hier verbaut ist, das ist schon easy, also das macht den Service deutlich leichter. So, einmal ein Paket mit einer Membran, die schauen wir uns gleich mal an. Und dann steht auf dem anderen Best Aqua 14 ein Stück Abwasserleitung, weil jede Umkehrosmoseanlage, zumindest jede, die ich kenne, braucht ein Abwasser, wo eben das harte Wasser rausgeht. Und das muss noch irgendwo angeschlossen werden. Und ich habe hier verschiedene Stecker. Und jetzt fast das Wichtigste in dieser Box ist diese Tüte mit dem Zubehörteil. Und zwar einmal, müsst ihr euch, ist hier so ein Adapter für den Wasserinlet mit einem, was ist das, 3/4 Zoll auf 3/8 Zoll. Und ich habe einen sogenannten, und das ist nicht unwichtig, einen freien Fall. Und dieser freie Fall dient dazu, also den steckt man auf das Abwasserrohr und hier oben kommt die Abwasserleitung von der Umkehrosmose an. Und jetzt ist so, die Abwasserleitung hat eine direkte Verbindung zur Membran und deswegen ist es wichtig, dass das Wasser
eben nicht zurück kann. Also das heißt, dass die Abwasserleitung von der Membran nicht mit dem Abwasser, das sonst durch den Siphon läuft, in Verbindung kommt, weil es sonst zu einer Kontamination der Membran kommt. Deswegen ist dieser freie Fall ganz wichtig. Das hört sich jetzt zwar kompliziert an zu installieren, aber ist es eigentlich nicht. Man braucht nur ein passendes Abwasserrohr auf dem Siphon sitzen oder man kauft sich einen Siphon, der eben direkt damit kombiniert ist. Das ist der gesamte Inhalt, den ich jetzt vorgefunden habe in dieser Box von der Best Aqua. Ja, im Prinzip ist jetzt der Zusammenbau super einfach, weil ich einfach nur die Kartuschen über dieses Gewinde einschrauben muss und später dann auch wechseln kann. Das ist schon eine tolle Sache. Fertig. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist ein Wasseranschluss, ein Abwasseranschluss und was ich eben da dranhängen möchte. Ob das jetzt eine Espressomaschine ist, ne. Wir haben unser Gästewasser auch über die Anlage jetzt laufen. Und genau, eigentlich relativ einfach. Das ist der Lieferumfang. Das ist eine Filteranlage, die wir selber im Laden haben, mit der ich Spaß habe, aber die auch für natürlich einen gewissen Durchsatz ist. Also es reicht jetzt nicht für ein Wasserglas, diese Anlage zu nutzen. Aber trotzdem, für eine Umkehrosmoseanlage ist sie sehr kompakt. Passt auch noch in den Unterschlag rein. Also unsere alte Osmoseanlage nimmt deutlich viel mehr Platz, also deutlich mehr Platz ein bei gleicher Performance. Und es ist eine Filteranlage, die vor allem dann im Nachgang einfach zu servicen ist. Also das kann jeder Laie selber im Prinzip. Cool. Schön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Habt so ein bisschen einen Einblick in die Thematik finden können. Zugegebenermaßen ist es ein schwieriges Thema. Und ich habe es heute nur so ein bisschen angerissen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ihr da noch viele Fragen zu habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Und ja, ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag 15.30 Uhr, wenn es wieder heißt Kaffee mit Paul auf YouTube.